Hey und willkommen bei einer neuen Folge Richtig Schwanger. Heute geht es um das Thema vorzeitiger Blasensprung. Was ist ein vorzeitiger Blasensprung? Wie bekomme ich raus, ob ich einen Blasensprung habe? Ist das gefährlich für mein Kind? Muss ich sofort in die Klinik? Und wenn ja, wie? Und was passiert jetzt eigentlich, wenn ich einen vorzeitigen Blasensprung habe? Ihr merkt schon, viele, viele Fragen. Jetzt gibt es noch mehr Antworten. Viel Spaß dabei. Was genau ein Blasensprung ist, müsste eigentlich so jeder wissen. Jeder kennt das aus Hollywood-Filmen, wenn auf einmal im Taxi die Blase springt. Also die Fruchtblase geht auf und es tritt Fruchtwasser auf. Das ist ein Blasensprung. Und wenn wir schon bei diesem schönen Beispiel sind mit dem Taxi in New York, die Blase springt, handelt es sich immer um einen vorzeitigen Blasensprung. Was genau bedeutet jetzt vorzeitiger Blasensprung? Kleine Anekdote aus dem Klinikalltag. Vor kurzem hatte ich eine Patientin da, die war glaube ich so 2 oder 3 Tage vor ihrem errechneten Termin und hat einen Blasensprung. Und ich habe ihr dann gesagt, okay, Sie haben jetzt einen vorzeitigen Blasensprung, das ist nichts Schlimmes. Und da fiel sie mir schon ins Wort und hat gefragt, okay, ich bin 2 Tage vor Termin. Wenn das ein vorzeitiger Blasensprung ist, was ist denn dann bitte ein rechtzeitiger Blasensprung oder ein Blasensprung, der sein darf? Nun ist es einfach so, dass Mediziner furchtbar gerne furchtbar unterschiedliche Begriffe für unterm Strich ein und dieselbe Sache erfinden. Ich kann euch ja kurz mal aufzählen, was es alles für unterschiedliche Arten von Blasensprüngen gibt. Es gibt einen frühen vorzeitigen Blasensprung, es gibt einen vorzeitigen Blasensprung, es gibt einen rechtzeitigen Blasensprung, es gibt einen hohen Blasensprung, es gibt einen falschen Blasensprung, es gibt einen verspäteten Blasensprung. Ihr merkt schon, es gibt ganz viele verschiedene Arten von Blasensprüngen. Das müsst ihr euch alles bitte nicht merken. Wir machen das einfach so, wir erfinden 2 neue Begriffe. Das ist einmal der entspannte Blasensprung und der unentspannte Blasensprung. Das sind keine medizinischen Begriffe, die erfinde ich jetzt, um es einfach einfacher für euch zu machen. Wir gehen beides einmal durch, was passiert, wenn ich einen entspannten Blasensprung habe und was passiert, wenn ich einen unentspannten Blasensprung habe. Und was ist das eigentlich? Ein entspannter Blasensprung ist für mich nach der 37 plus 0. Schwangerschaftswoche, weil du bist jetzt aus der Frühgeburtlichkeit raus. Das heißt, dein Kind ist nicht mehr eine Frühgeburt, sondern eine sogenannte Reifegeburt. Und deswegen darfst du auch ruhig einen Blasensprung haben. Nehmen wir also wieder den Hollywood-Film und die Frau im Taxi, die einen Blasensprung hat. Und sie ist jetzt mal nach der 37. Schwangerschaftswoche, sagen wir, 38 plus 5. Ist in den Filmen immer ganz hochdramatisch, ganz furchtbar. Der Taxifahrer muss ja mit 200 km/h ins Krankenhaus fahren. Ist das denn wirklich so? Eins stimmt tatsächlich, man darf gratulieren, du bist ab sofort unter Geburt. Das ist tatsächlich so, du kommst aus dem Krankenhaus nicht mehr ohne Kind raus. Was du also machst, wenn du einen Blasensprung hast und bist nach der 37. Schwangerschaftswoche, dann packst du dir deine Tasche oder deinen Koffer ein und fährst einmal in den Kreissaal. Da angekommen gibt es die ganz normalen Routineuntersuchungen, die Aufnahmeuntersuchungen. Dieser Blasensprung muss bestätigt werden, das heißt, es muss vom Arzt gesagt werden, okay, ja, das ist ein Blasensprung. Und dann passiert nämlich nichts anderes, als darauf zu warten, dass du eigene Wehen bekommst. So ein Blasensprung ist tatsächlich das Zeichen für den Körper, dass jetzt Wehen kommen dürfen. Es gibt von Klinik zu Klinik unterschiedliche Standards. Bei uns in der Klinik ist es so, solltest du nach 12 Stunden, nachdem der Blasensprung vonstatten gegangen ist, noch keine eigenen Wehen haben, machen wir eine sogenannte Geburtseinleitung. Das ist nichts anderes, als dass wir dafür sorgen, dass du Wehen bekommst. Außerdem geben wir dir noch ein Antibiotikum, um eine mögliche Infektion jetzt, da wo die Blase offen ist, abzufangen. Ihr seht also, so ein entspannter Blasensprung ist gar nichts Wildes. Klar, ihr seid jetzt unter Geburt, ihr gehört in die Klinik, aber ihr seid aus der Frühgeburtlichkeit raus, euer Kind darf kommen. Das heißt, während ihr euch hinten auf der Rückbank schön gemütlich macht, das Becken ein bisschen hochlagert, sagt ihr dem Taxifahrer, er kann ganz entspannt zur Klinik fahren. Wie sieht es jetzt aber aus, wenn du vor der 37. Schwangerschaftswoche bist und einen Blasensprung hast? Und das ist sehr davon abhängig, in welcher Woche du dich befindest. Denn wir unterteilen da in 4 Gruppen. Und diese Gruppen beziehen sich auf das Schwangerschaftsalter. Gruppe 1 hat das jüngste Schwangerschaftsalter und Gruppe 4 das älteste. Gruppe 1 betrifft die Schwangeren vor der 20. Schwangerschaftswoche. Diese Gruppe ist auch gleichzeitig die Gruppe mit der schlechtesten Prognose fürs Kind. Das muss man leider so sagen. Solltest du einen Blasensprung haben vor der 20. Schwangerschaftswoche, hat dein Kind eine ganz schlechte Prognose. Und bei uns sprechen diese Schwangeren dann einmal mit Gynäkologen und Geburtshelfern und auch mit Kinderärzten. Das heißt, die Prognose wird nochmal von allen Seiten geschildert und dann zusammen mit der Mutter quasi eine Entscheidung getroffen. Man kann einigermaßen pauschal sagen, in so einer sehr frühen Schwangerschaftswoche, unter der 20. Woche, würden wir es nicht empfehlen, die Schwangerschaft zu verlängern. Das heißt, so traurig das auch ist, medizinisch würde man dazu raten, die Geburt anzustreben, beziehungsweise eine Geburtseinleitung zu machen und dieses unreife Kind auf die Welt zu bringen, ohne dass es eine Überlebenschance hat. Das muss man leider so sagen. Gruppe 2 bezieht sich auf die Schwangerschaftswoche zwischen der 20. und der 24. Woche. Auch hier muss man sagen, ist die Prognose für das Kind sehr schlecht.
Dementsprechend werden auch hier Gespräche zwischen Kinderarzt, Frauenarzt und Mutter geführt, ob eine Schwangerschaftsverlängerung angestrebt werden soll oder diese Schwangerschaft beendet werden soll. In Gruppe 3 hast du einen Blasensprung nach der 24. Schwangerschaftswoche. Die Prognose hier ist auch nicht optimal, aber jetzt können wir schon ein bisschen was tun. Ab der 24. Schwangerschaftswoche gibt es bei uns in der Klinik eine Lungenreifebehandlung für das Kind. Gleichzeitig gibt es eine Wehenhemmung, auch wenn ihr keine Wehen habt, das ist einfach zur Sicherheit. Und eventuell auch zur Sicherheit eine Antibiotikagabe, um eventuelle Infektionen zu verhindern. Also einen Blasensprung ab der 24. Schwangerschaftswoche zu haben, ist auch noch sehr, sehr früh. Aber man kann jetzt schon so ein bisschen was machen, um die Schwangerschaft zu verlängern. Und wenn du einen Blasensprung nach der 34. Schwangerschaftswoche hast, gehörst du zur Gruppe 4. Und da sind alle Beteiligten schon viel entspannter. Denn diese Schwangerschaftswoche 34 plus 0 ist für alle Kliniken, die ein Perinatalzentrum haben, eine Sicherheitszone. Ab 34 plus 0 müssen wir keine Lungenreifebehandlung fürs Kind mehr machen, wir müssen keine Wehenhemmung mehr machen, wir müssen eventuell auch keine Antibiotikagabe machen, sondern was wir in unserer Klinik machen, wenn alles okay ist, du keinen Infekt hast, dann sagen wir, okay, Kind kann kommen, wir machen jetzt eine Geburtseinleitung. Das heißt, auch als kleinen Nachtrag für die anderen Gruppen gilt, wir wollen unbedingt diese 34 plus 0 der Schwangerschaftswoche erreichen. Bist du also 32 plus irgendwas oder 27 plus irgendwas oder weiß der Geier, dann wollen wir unbedingt diese Schwangerschaft verlängern bis 34 plus 0. Als nächstes drängt sich natürlich die Frage auf, okay, woran liegt das denn überhaupt, dass man jetzt einen vorzeitigen Blasensprung bekommt? Ja, das kann vielerlei Ursachen haben. Entweder eine Infektion, die aufsteigt quasi, man stellt sich das immer so ein bisschen vor, als wenn da Bakterien quasi an der Fruchtblase knabbern würden und dass das dann irgendwann aufgeht. In Wahrheit ist das natürlich ein bisschen komplexer, aber der Kern stimmt, denke ich. Also Infektion ist ein Grund. Dann etwas, was zusammen einhergehen kann, ist einmal eine vorzeitige Wehentätigkeit und eine Cervixinsuffizienz, sprich eine Verkürzung des Gebärmutterhalses. Dazu gibt es eigene Videos, gerne mal gucken, was vorzeitige Wehen sind oder auch eine Gebärmutterhalsverkürzung. Dann ein Grund, der natürlich einleuchtet, wenn ihr Mehrlinge habt, also Zwillinge, Drillinge, Vierlinge und so weiter und so fort. Ich möchte es für euch nicht hoffen, dass es mehr als Vierlinge sind. Ist natürlich auch der Druck viel größer, der auf die Blase herrscht. Das heißt, wenn da oben mehr Druck entsteht, dann kann natürlich auch so eine Blase viel leichter kaputt gehen und dann habt ihr natürlich auch viel leichter einen vorzeitigen Blasensprung. Und was auch noch oft genannt wird, ist, wenn man viel zu viel Fruchtwasser hat. Auch das erhöht natürlich einen Druck, der eine Blase früher zum Platzen bringen kann. Da können wir auch gleich noch die Komplikationen mit besprechen, denn die sind ähnlich. Wenn ihr also eine Infektion habt, die aufgestiegen ist, gibt es natürlich jetzt, wenn die Blase offen ist, ein erhöhtes Infektionsrisiko für das Kind. Weil so eine Blase ist natürlich wie ein Schutzschild und sobald der weg ist, dieser Schutzschild, können diese Bakterien aus der Scheide oder wo auch immer viel besser aufsteigen und viel besser auch das Kind betreffen. Und na klar, wir haben schon besprochen, je früher dieser Blasensprung ist, desto gefährlicher ist das auch für das Kind. Das heißt, eine große Komplikation von einem frühzeitigen Blasensprung ist auch einfach eine Fehlgeburt oder eine Frühgeburt. Und als nächstes kommen wir noch zu einer ganz wichtigen Komplikation und das ist gleichzeitig auch ein Tipp von mir, wenn die Blase platzt, man kann sich das so vorstellen, das Baby liegt drin, die Nabelschnur ist da irgendwo und jetzt platzt diese Blase und dann rutscht alles nach unten. Also Kind rutscht nach unten, der normale Dämpfer ist weg, dieser Airbag, Wasser ist weg. Und da kann natürlich auch ein Stück Nabelschnur quasi vorfallen oder vorrutschen und das Kind dotzt mit dem Köpfchen oder mit was auch immer da drauf und das kann natürlich zur Durchblutungsminderung vom Kind führen. Solltest du also einen Blasensprung zu Hause haben, ist mein Tipp für dich, leg das Becken höher, mach ein Kissen drunter oder was auch immer drunter und am besten ist auch noch eine Linksseitenlage, dass du keine Kreislaufprobleme bekommst. Und sollte irgendjemand sagen, der Partner oder der Notarzt oder wer auch immer, ja, lauf schon mal zum Auto, geh schon mal rein und setz dich schön hin, sagst du auf jeden Fall, mir wäre es lieber, wenn ich liegen würde, das Becken ein bisschen hochkommt, damit meine Nabelschnur nicht vorfällt. Beziehungsweise die Nabelschnur des Kindes. Wenn du jetzt in der Stadt bist und du merkst, okay, die Blase ist gesprungen, ich kann mir jetzt schlecht hier auf den Boden legen und mein Becken hochlagern, dann ist das auch mal okay. Also die Wahrscheinlichkeit ist nicht super hoch, dass sowas passiert mit dieser Nabelschnur, aber die Wahrscheinlichkeit gibt es. Und wenn man jetzt gerade zu Hause ist und eh nichts Besseres fort, als den Notarzt zu rufen, kann man auch gleichzeitig sich mein Kissen unter den Popo schieben. Wie bekommst du jetzt raus, ob du einen Blasensprung hattest, ja oder nein? Oder wie machen wir Ärzte das im Kreißsaal? Wie bekommen wir das raus? Nun, zum einen ist es gar nicht mal so selten, wie man vielleicht denkt, dass Frauen in den Kreißsaal kommen und denken, sie hatten einen Blasensprung, erzählen uns, ja, sie hatten jetzt vermehrt Flüssigkeit aus der Scheide und sind sich jetzt gar nicht sicher, ob das nicht vielleicht doch ein Blasensprung war, ja oder nein.
Und auch gar nicht so selten schicken wir diese Frauen dann wieder nach Hause, weil wir einen Blasensprung quasi ausgeschlossen haben. Und die Fragen, die natürlich oft aufkommen, sind, okay, ich hatte trotzdem Flüssigkeit, die aus der Scheide kam, was war das denn dann, wenn das kein Fruchtwasser war? Das kann mehrere und verschiedene Gründe haben. Zum einen verändert sich einfach dein Körper unter diesem Hormonhaushalt, unter diesem Hormoncocktail, der in der Schwangerschaft herrscht, so sehr, dass vermehrt Ausfluss und vor allen Dingen auch dünnerer Ausfluss produziert werden kann. Das heißt typischerweise morgens, nachdem sich dieser Ausfluss in der Scheide gesammelt hat, man steht auf und es kommt dann quasi in einem Schwall raus, kann man den Verdacht haben, dass man einen Blasensprung hat. Ein zweiter Punkt ist, dass man eine Infektion hat. Auch das können wir dann im Kreißsaal oder kann auch der Frauenarzt in der Praxis rauskriegen, indem er mal den pH in der Scheide bestimmt. Es kann sein, dass man eine Infektion in der Scheide hat, die auch so vermehrten Ausfluss macht. Und als dritten Punkt, das wollen die Frauen immer gar nicht hören, aber es ist gar nicht mal so selten. Es kann sein, je größer das Kind ist und je schwerer, desto mehr kann es natürlich auch auf die Harnblase drücken. Und wenn man hustet, niest oder sich anderweitig anstrengt im Bauchbereich, kann es natürlich sein, dass man auch mal Urin verliert. Das ist gar nichts Schlimmes, das ist ziemlich normal, aber da erschrickt man natürlich auch. Ja, und damit sind wir auch bei der Kernfrage. Wie bekommen wir raus, ob es ein Blasensprung war, ja oder nein? Erstmal lassen wir die Frau natürlich erzählen. Wir hören uns an, läuft das jetzt die ganze Zeit am Bein runter? Wie verrückt, kommt man mit den Einlagen gar nicht hinterher? Oder war das heute Morgen einmalig auf Toilette, dass da so ein bisschen Flüssigkeit rauskam? Seitdem ist eigentlich alles trocken, aber man ist sich halt nicht sicher. Da haben wir schon so eine leichte Tendenz im Kopf. Ist aber auch noch nichts Definitives oder sowas. Aber es ist schon mal eine grobe Richtung. Ein typischer Blasensprung ist eigentlich so, dass es läuft und läuft und läuft. Aber es gibt auch Ausnahmen, es gibt auch sogenannte hohe Blasensprünge. Da ist es einfach so, dass auch ganz wenig laufen kann. Deswegen ist das nichts Definitives, aber so eine grobe Richtung kann man schon mal einschlagen. Der zweite Tipp ist, auch wenn es ein bisschen eklig klingt, aber man kann auch mal dran riechen. Also wenn das Ganze nach Urin riecht, dann ist es typischerweise wahrscheinlich Pipi gewesen. Und Fruchtwasser hat auch einen typischen Geruch, den erkennt man aber nur, wenn man es ein paar Mal gerochen hat, ist es ein bisschen süßlicher. Aber wenn es nicht nach Urin riecht, aber nach irgendwas Speziellem anderen, kann es sein, dass es Fruchtwasser war. Und Tipp Nummer 3, und das wissen tatsächlich wenige, in jeder gut sortierten Apotheke gibt es so etwas hier. Das ist ein Lackmuspapier. Das heißt Lackmuspapier, das heißt, du gehst in die Apotheke und hättest gern ein bisschen Lackmuspapier von deinem Apotheker. Das ist nichts anderes als ein pH-Papier. Also man ermittelt damit, ob etwas sauer ist, eine Flüssigkeit, oder eher basisch. In deiner Scheide herrscht eher ein saures Milieu. Das heißt, sollte das Ausfluss aus der Scheide sein, wird sich dieses pH-Papier gar nicht großartig färben, eventuell ein bisschen röter werden, als es schon ist. Fruchtwasser ist typischerweise ganz basisch und dann färbt sich dieses Papier blau. Auch hier muss man ein bisschen vorsichtig sein. Es gibt auch in eurem Gebärmutterhals Schleim, der auch ein bisschen basischer ist. Und wenn man da vermehrt Schleimbildung hat, kann das auch dieses pH-Papier blau färben. Oder zum Beispiel, wenn ihr blutet, auch das kann dieses Papier verfälschen oder diesen Test verfälschen. Aber es ist schon mal ein ganz guter Hinweis, wenn man sowas zu Hause hat, dann sich einfach mal in eine Einlage vor den Schlüpper macht und guckt nach so einer Stunde, ob das sich jetzt ganz blau verfärbt hat oder eher noch röter geworden ist oder die Farbe gar nicht verändert hat, dann ist es eher ein gutes Zeichen. Und aus der Zusammenstellung dieser ganzen Dinge, also wie viel läuft da ab und wie genau ist die Geschichte gewesen, läuft das jetzt die ganze Zeit oder war das nur so einmalig ganz kurz und ist jetzt wieder trocken, dann der Geruch, was die Frauen erzählen, wie riecht das Ganze und auch dieses Papierchen hier kann Hinweis darauf geben, ist es eher ein Blasensprung oder war es eher etwas von den anderen genannten Dingen. Und wir in der Klinik haben noch so ein besonderes Gimmick, ein besonderes Tool. Das ist eine Art Wattestäbchen, was man in die Scheide einführt. Und dann kommt das in so eine Lösung rein und danach kommt ein Stäbchen da rein. Das ist wie so ein Schwangerschaftstest, kann man sich das vorstellen. Und wenn da zwei Streifen aufleuchten quasi, dann ist es ein Blasensprung. Und wenn nur ein Streifen aufleuchtet, dann ist es kein Blasensprung. Dieser Test ist ziemlich genau, aber auch dafür sehr, sehr teuer. Das heißt, deine Frauenärztin oder dein Frauenarzt wird das mit Sicherheit gar nicht in der Praxis haben und auch wir nehmen das nur mit Bedacht, wenn das eine ganz frühe Schwangerschaftswoche ist oder wenn man wirklich den Verdacht hat, aber irgendwie ist es gar nicht so typisch, dann gucken wir mit diesem Test einmal nach, ob das wirklich ein Blasensprung war. Wie gesagt, Kliniken haben das, aber das ist nichts, was man unbedingt in der Apotheke sich kaufen sollte oder was der Frauenarzt in der Praxis haben sollte. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Du bist jetzt einigermaßen gut informiert zum Thema Blasensprung. Sollte dir das Video gefallen haben, lass es mich doch bitte mit einem Daumen nach oben wissen, abonniere natürlich diesen Kanal. Stell bitte viele weitere Fragen. Je mehr Fragen ich bekomme, desto mehr kann ich auch beantworten. Ich wünsche wie immer viel Spaß beim Weiterbrüten und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao!